Meine Damen und Herren, wissen Sie, wie es in der Stadt Zeitz aussieht? Meine Damen und Herren, wissen Sie, wie es in der Stadt Zeitz aussieht? Das war mein Vater. Das war der Sechste. Auf Tagesordnungspunkt 15, allgemeine Anfragen sowie Informationen des Oberbürgermeisters. Gibt es Ihrerseits Anfragen? Ich habe bitte eine Anfrage an den Herrn Oberbürgermeister. Sehr geehrter Herr Dr. Kunze, stehen Sie nach wie vor zum Duathlon, ist der erste Teil der Frage. Und wie reagieren die Partner, ich beschreibe gleich, wen ich als Partner bezeichne, auf Ihre Bitte zur Unterstützung dieser Veranstaltung? Partner meine ich zum Beispiel Burgenlandkreis, Lotto Toto etc. Das ist meine Frage. Und ich bitte, das zu Protokoll zu nehmen. Ich habe immer gesagt, dass ich die Maßnahmen an sich unterstütze. Der Streckenplan sowohl für die Laufstrecke als auch für die Radstrecke ist unter maßgeblicher Mitwirkung unserer Mitarbeiter von Herrn Beckel erzeugt worden. Ich habe immer erklärt, dass wir nicht in der Lage sind, als Stadt Zeitz die Helfer zu organisieren. Das werden wir nicht tun, das können wir auch nicht tun. Ich habe auf Rückfrage den etwaigen Unterstützern des Duathlon gesagt, in welcher Weise wir unterstützen und dass wir an der Organisation beteiligt sind. Es ist nicht meine Sache, die Spendenmittel von potenziellen Sponsoren dort die Gespräche zu führen. Ich danke Ihnen für die gute, klare Antwort. Danke. Ich bitte auch, meine Fragen zu protokollieren und die Antworten auch. Außer der Oberbürgermeister erklärt sich dann auch bereit, die Fragen schriftlich zu beantworten. Dann muss die Antwort dann natürlich nicht im Protokoll erfolgen. Also ich würde jeweils auch um eine schriftliche Antwort bitten, aber das stelle ich Ihnen, Herr Dr. Kunze, natürlich völlig frei. Die erste Frage, ich bin heute über eine Mail darüber informiert worden, dass dankenswerterweise an der Linie der zukünftigen oder übergangsweise Buslinien also gearbeitet wird, da ja auch zukünftig wieder Baustellen in der Stadt Zeitz zu erwarten sind. In dem Zusammenhang ist mir nur etwas unangenehm aufgefallen, dass quasi der Bestand der Bushaltestelle an der Michaeliskirche quasi zementiert wird und dass es jetzt im Zuge dieser Neugliederung nicht möglich ist, eine Haltestelle jenseits der Bundesstraße 180 und die ist im Moment extrem stark befahren und gerade für ältere Bürger einfach eine Rennstrecke, also nicht daran gearbeitet wird, diesen Stadtratsbeschluss im Zuge dieser Neuorientierung umzusetzen und eine Haltestelle auf dem Altmarkt einzurichten, denn die Voraussetzungen, die räumlichen Voraussetzungen, dass ein Bus den Altmarkt umfahren kann, sind ja durch den Neubau gegeben. Das ist also die erste Frage. Und mir würde an der Stelle, wie gesagt, eine mündliche Antwort, die dann zu Protokoll gegeben wird, oder eine schriftliche reichen. Und ich würde gerne eine Frage nach der anderen stellen, wenn ich jetzt alle Fragen. Dann die zweite Frage. Ich konnte vorhin von Ihnen kein klares Ja dazu erkennen, deshalb hier nochmal. Werden Sie die Unterlagen nochmal im Hauptwirtschaftsausschuss einbringen und darüber eine Diskussion führen lassen, inwieweit diese beiden Punkte, die ich angesprochen habe, dann da beantwortet werden können? Zum einen im Brühl, also Betonpflastersteine in die Straße zu legen, halten wir als Fraktion nun nicht gerade für gegeben. Es ist der älteste Teil und wir hatten uns gestern ja schon im Ältestenrat darauf verständigt, dass 2017 auch 1050 Jahre Zeitz ins Haus steht. Wir hoffen, dass dann die Maßnahme fertig ist. Davon gehen wir aus. Und insofern denke ich, wäre das aus unserer Sicht zumindest ein Fauxpas. Und die andere Anregung war, links und rechts liegen jetzt Granitplatten als Bürgersteig. Ich konnte auf der Zeichnung nicht erkennen, inwieweit diese Granitplatten zukünftig auch vorgesehen sind. Das wären die Dinge und da würde ich dann einfach von Ihnen um eine
Reaktion bitten, ob das im nächsten Hauptwirtschaftsförderausschuss dann nochmal zur Diskussion gestellt wird. Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage. Ich habe heute eine E-Mail von Ihnen erhalten, die ich auch inhaltlich berücksichtigen werde. Deshalb hier meine Frage, die ich folgendermaßen formuliere, aus gegebenen Anlass möchte ich darum bitten, und mir würde eine Zusage von Ihnen da genügen, dass bei der Überführung der Stadt, des Straßenreinigungsunternehmens der Stadt, die ja eine GmbH ist, dann in die vollständige Privatwirtschaft, da wir ja als Gesellschafter auftreten, jetzt keine langfristigen Verträge mehr beschlossen werden und auch keine Verkäufe aus dem Eigentum des SSBZ oder verkaufsähnliche Geschäfte getätigt werden, ohne Zustimmung des Stadtrates. Ich hoffe hier auch auf eine klärende Antwort. Es wäre schön, wenn wir uns darauf verständigen könnten. Das soll also keine Blockade sein, sondern wir würden in dem Fall nur bitten, dass dann der Stadtrat mit einbezogen wird. Die vierte Frage, kurz vorher noch eine Erklärung, bevor ich zu der Frage komme. Es hat also einer dritten Nachfrage an Sie, Herr Oberbürgermeister, bedurft, um endlich herauszufinden, dass die Entscheidung zum Bau des Nebelbrunnens von Ihnen im Rahmen einer Eilentscheidung getroffen wurde. Diese Eilentscheidung hat also den Bau veranlasst. Nun bin ich der Sache dann mal nachgegangen, weil mich damals etwas bei dem Bau auch irritiert hat. Man hat einen sogenannten Hydrofant eingebaut mit 8 Kubikmeter Inhalt. Und da ist jetzt meine Frage, denn in der Vorbereitung ist selbst davon gesprochen worden, von den Architekten, denke ich, dass eine geringe Wassermenge zu der Überlegung führt, einen offenen Kreislauf herbeizuführen und die dafür notwendige Wassertechnik im Keller des unterirdischen Zeitzes einzubringen. Wer hat also die Entscheidung herbeigeführt, diesen Hydrofanten, der nicht billig war, dort einzubauen und der aus meiner Sicht jetzt überhaupt keine Funktion erfüllt? Denn die dort eingebrachten Düsen kann man sehr einfach bedienen, indem man die Trinkwasserleitung mit einem Magnetschalter versieht, der über eine Zeitschaltuhr gesteuert wird. Und dann kann dieses bisschen Wasser, das dort verdüst wird, entweder verdunsten oder ähnlich einem Regenfall, der ja auch auf den Altmarkt niedergeht, in die öffentliche Kanalisation ablaufen. Da hätte ich also diese Entscheidung, die dazu geführt wurde, dann einfach im Hauptausschuss mal vorgestellt, wie dieser Entscheidungsweg zustande gekommen ist. Und dann hatte ich darum gebeten, aber das kann sein, dass ich jetzt auf dem Holzwege bin, eine Information zu geben zu dem Stand Erwerb Bahnhof. Ich denke, da hatten wir uns gestern darauf verständigt, dass Sie das im nicht öffentlichen Teil ansprechen. Liege ich da richtig? Ich denke ja, dann ist das für mich keine Frage und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Gmietzek, zur ersten Frage Bushaltestelle habe ich ja über den Fortgang der Beteiligungen unterrichtet. Ein Standort am Gewandhaus ist generell abzulehnen, kommt nicht in Betracht, einerseits aus verkehrsrechtlicher, andererseits aus baufachlicher Sicht. An dieser Stelle ist es nicht möglich, sanierungszielwidrig eine Haltestelle zu errichten und hochzubauen, die für Niederflurbusse geeignet ist. Zweitens lehnt die PVG eine Linienführung über diesen Umweg ab. Wir haben es heute beim Verkehrsversuch auch gesehen. Der Bus hätte größte Schwierigkeiten, er hat es heute mit Polizeihilfe gemacht, weil wir etwas anderes prüfen wollten. Aus der Straße vom Gewandhaus nach links abzubiegen, nach rechts kann man überhaupt nicht abbiegen, sodass diese Lösung nicht möglich ist und ausfällt. Ich habe darüber unterrichtet,
dass wir im weiteren Fortgang darüber nachdenken. Und wir haben ja einen Nahverkehrsplan überarbeitet und in Auftrag gegeben, in unmittelbarer Nähe des Rathauses möglicherweise eine zusätzliche Bushaltestelle einzurichten. Dazu sind wir im Gespräch, dass wir den Nahverkehrsplan entsprechend bearbeiten. Die Haltestelle an der Michaeliskirche als Gegenüberhaltestelle in beide Fahrtrichtungen ist außerordentlich zweckmäßig und wir können nicht feststellen, dass hier die rechtliche Existenz der Bundesstraße an dieser Stelle gegen eine Haltestelle sprechen würde. Haltestelle auf dem Marktplatz am Gewandhaus, habe ich gesagt, ist nicht machbar, wird auch nicht vom Verkehrsaufgabenträger mitgetragen. Und damit hatte ich den Auftrag, das zu prüfen. Den Prüfauftrag habe ich erfüllt, darüber habe ich schon mal unterrichtet und habe es heute ein zweites Mal getan. Die Maßnahmen Brühl befinden sich bereits in der Ausschreibung. Sie können sich gerne nochmal zum Material, aber es kann nicht Angelegenheit des Haupt- und Wirtschaftsausschusses sein, darüber nochmal zu diskutieren, in der fertigen Planung, welche Granitplatten in welcher Weise wo eingebaut sind. Die Ausschreibung ist in unmittelbarer Vorbereitung und alle Planungen sind auch entsprechend in den Gremien, die nach unserer Hauptsatzung zuständig sind, behandelt worden. Sodass ich keinen Grund habe, aus der Sicht der Verwaltung einen Tagesordnungspunkt Planungen am Brühl im April aufzurufen, denn da wollen wir eigentlich schon bauen. Dritter Punkt, Sie sprechen Themen an, die in der Tat hier im öffentlichen Teil nicht möglich sind. Sodass ich es dabei bewenden lassen will, die dritte Frage, sage ich aber auch gleich, kann ich auch im nicht öffentlichen Teil nicht behandeln, weil hierzu die zuständigen Gremien der Gesellschaften alleine die Zuständigkeit besitzen. Und bei der vierten Frage, was Hydrophant ist, müssen Sie mir erklären, habe ich null Ahnung, habe ich noch nie gehört, den Begriff. Werden Sie auch entschuldigen, dass ich als Verwaltungsmensch nicht jede Hydro weiß, ich, das hat was mit Wasser zu tun. Ich kenne auch Elefanten, aber ein Hydrophant habe ich null Ahnung, was es ist. Ich denke, hier sollten Sie die technischen Details mit den Fachleuten bei Herrn Immisch besprechen und nicht hier in der Stadtratssitzung. Ich denke, dass auch nicht die Mehrheit sich dafür diese Frage des Hydrophanten besonders interessiert. Also wir haben da gut die Möglichkeit, das Thema zu besprechen. Wir haben zur Gestaltung des Nebelbrunnens in einer Veranstaltung, das ist auch im Ausschuss gesagt worden, hier zusammengesessen, hatten eingeladen. Im Ergebnis wurden die zwei Gestaltungselemente, nämlich Mahnmal und Nebelbrunnen hier dargestellt, erörtert und da in dem Zusammenhang auch der Vorschlag des Planers, die Historie aufzunehmen durch den Nebelbrunnen. Das Wasser ist ja nur Zusatzelement zur Gestaltung der archäologischen Funde unten drunter. Dieses zu tun und ist dann auch abgewogen worden, wie wassertechnisch damit dass wassertechnisch behandelt wird. Vom Fachlichen habe ich keine Ahnung und ich denke auch nicht, dass das den Stadtrat in großer Mehrheit hier interessiert. Ich bitte Sie, das mit Herrn Immisch sich zu vereinbaren, um diese Details zu besprechen. Dort ist die Fachkompetenz. So, eine Nachfrage, Herr Kmitschik, bitte. Erstmal für die Beantwortung. Also für mich war das auch neu, da sind Sie überhaupt nicht alleine. Dieser Hydrophant ist dieser 8 Kubikmeter große Betonbehälter, der dort versenkt wurde. Mit einer Technik, die an der Stelle, ich weiß nicht, was zu sagen hat. Und ich würde bitten, dass im Bauausschuss dieses Thema dann nochmal beantwortet wird. Das würde jetzt auch wirklich zu weit führen, da bin ich völlig bei Ihnen. Zumal, gut, dazu denke ich, ist alles gesagt. Ich höre, Sie sind im Ausschreibungsverfahren. Dann sehe ich einen Eilbedarf. Denn ich denke, der Brühl verdient unser aller Beachtung. Und es ist leider so, damals in dem Bauausschuss gewesen, dass den Stadträten keine Unterlagen ausgereicht wurden, sondern es ist quasi an einer Tafel etwas aktuell vorgestellt worden und dann wurde darüber entschieden. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich denke, so kann ich Entscheidungen steuern, indem ich niemandem die Möglichkeit gebe, sich vorher mit einer Unterlage zu beschäftigen und sie zu beraten und sich mit Dritten zu konsultieren. Die Entscheidungsläufe sind so gewesen, wie Sie gesagt haben.
Und ich weise einfach nochmal darauf hin, der Brühl ist das Älteste, was wir haben. Und den mit Betonpflaster und ohne diese Granitplatten als Bürgersteig wiederherzustellen, würde ich einfach für einen großen Makel halten. Und da schaue ich an der Stelle mal nach vorne und bitte einfach, dass auch die Verwaltung sofort gesprächsbereit ist, um diese beiden Punkte zumindest nochmal zu bedenken und schon in der Ausschreibung zu verändern, denn alles Weitere würde Geld kosten, zusätzliches Geld kosten, wenn wir uns im Nachhinein zu einer anderen Position entscheiden würden. Da bitte ich also vehement darum. Und zum Bus, da bin ich etwas enttäuscht, dass dieser Altmarkt so umgebaut wurde und nicht mal die Umfahrung ohne Probleme mit einem öffentlichen Personennahverkehr erfolgen kann. Dieser Sache werden wir uns noch weiter annehmen. Danke. Ein Punkt, der abgeschlossen ist, wird nicht wieder aufgerufen. Sie können den Antrag stellen und der Ausschuss wird die Frage für sich stellen, ob er das behandeln will. Aber was abgeschlossen ist, Ihre Anregungen, die Sie gesagt haben, was Sie bedenken, hat Herr Immisch mitgenommen. Aber es gibt gar keinen Grund, dass unser in der Geschäftsordnung in der Hauptsatzung besprochenes Verfahren jetzt geändert wird. Und wenn hier nicht von vornherein klare Mehrheiten sagen, wir wollen das auch so. Und insofern sage ich, ich habe als Verwaltung keinen Grund, auf Ihren persönlichen Wunsch das Planungsverfahren Brühl nochmal aufzumachen. Das ist der Schutz unserer Fraktion. Ja, das Planungsverfahren ist abgeschlossen. Da müssen Sie schon besondere Gründe bringen, warum ein Planungsverfahren nochmal geöffnet werden soll. Das hieße nämlich Ausschreibungsstopp und so weiter. Und da sehe ich im Moment keinen Grund dazu. Das gesamte Konzept ist auch vom Denkmalschutz abgesegnet worden. Und letzte Bemerkung, Herr Kmicek, die Straßenmaterialien werden danach bestimmt, wie dann auch Fahrbahnqualität sein soll. Man muss nämlich auch noch fahren können und diejenigen, die dort wohnen, müssen auch noch schlafen können. Und Naturstein auf der Straße ist nicht besonders geeignet, den Schlafenden auch in einem Schlaf zu halten. Wir haben es an vielen Straßen, und ich bin von einer solchen Straße, das ist eben halt so, auf der Brüderstraße auch betroffen. Ich höre es die ganze Nacht, aber ich habe mich freiwillig entschieden, dorthin zu ziehen, weil es schon so war, es ist eine historische Straße. Danke nochmal für die Klarstellung Ihrerseits. Ich würde dann einfach in Richtung Stadtrat schauen und fragen, wenn wir beantragen würden, dieses Thema unverzüglich, und es gibt den Antrag auf eine Sondersitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderausschusses, dort nochmal mit auf die Tagesordnung zu setzen. Ich will ja jetzt auch keine Entscheidung in der Sache haben. Ich möchte einfach nur nochmal, dass wir uns fachlich damit beraten können und dann sagen können, das ist das Optimum, dem können wir so zustimmen. Oder wir kommen zu einer anderen Empfehlung und bitten dann die Verwaltung, das im jetzigen Ausschreibungsverfahren noch zu ändern. Also einfach die Bitte, vielleicht können Sie, Herr Oberbürgermeister, Herr Borde, dann einfach mal um eine diesbezügliche Anfrage bitten. Also wir erstellen diese Anfrage, dass bei der Sondersitzung Hauptausschuss Wirtschaftsförderausschuss, die vor uns liegt, am kommenden Montag, darüber nochmal zu beraten. Danke. Danke, Herr Kmicek. Wir sind bei dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Informationen. Da können Sie einen Antrag nicht stellen. Das müssen Sie entweder in der Schriftform bringen. Das kann ich so nicht weiter bearbeiten. Herr Oberbürgermeister, ich habe hier folgende Anfrage. Eigentlich hatte ich erwartet, dass das zur Chefsache beim Bericht gehört. Wie ist der Stand zum Bahnhof? Ich formuliere nicht. Wie ist der Stand zum Bahnhof? Wie geht es im Biergartenhof weiter? Wie ist der Stand Sekiba? Gibt es ein Projekt? Und wie ist der Stand zur Rahnestraße? Dann möchte ich nur außerhalb der Frage einen kleinen Hinweis mir erlauben. 1050 Jahre, 967, 2017, 1050 Jahre Zeit. Was ist da in Vorbereitung in der Frage der Kultur? 510 Jahre Ratskeller, was gibt es da zu tun? Alles Themen, die den Tourismus berühren. Das wäre eigentlich meine Frage. Ich mache ohne Kommentar, also ich wiederhole nochmal, Biergartenhof, Bahnhof, Sekiga. So, und warum mache ich das, meine Damen und Herren? Ich bewundere Sie alle. Herr Hörig, ich bitte Sie, Sie haben Ihre Frage gestellt, Sie müssen jetzt nicht noch irgendwas kommentieren.
Nein, ich wollte nur noch eine Nebenregierung machen. Das ist ja herrlich. Ich bitte Sie, halten Sie sich doch bitte an die Geschäftsordnung. Wir wollen doch vernünftig hier miteinander umgehen. Ich merke, Sie wollen immer in eine Richtung, die zu unserem ganzen Stadtrat nicht passt. Wir sind in der Öffentlichkeit, wir müssen uns hier dementsprechend verhalten. Ich lasse nichts mehr zu, Herr Hörig. Hören Sie bitte auf. Ich habe eine Frage gestellt. Hier steht die letzte, das haben wir mitgekriegt. Die letzte Frage ist, meine Damen und Herren, wissen Sie, wie es in der Stadt Zeitz aussieht? Das war meine Frage. Das war die sechste. Das, was reale Anfragen waren, 1050 Jahre Zeitz, haben wir gestern im Ältestenrat darüber gesprochen, dass wir uns hier auch in der nächsten Sitzung nochmal verständigen, ein Festkomitee zu bilden, welches sich um das Jahr 2017 nicht mit einer punktuellen Veranstaltung, sondern mit einem Veranstaltungskalender beschäftigt, und dass wir ein Festkomitee bilden wollen, bei dem die Fraktionen auch mitwirken. 510 Jahre Ratskeller habe ich nicht gewusst, muss ich aber sagen, ist im Moment nichts, wo ich sage, das wäre jetzt was, was ich hier besonders tun sollte. Wenn Sie natürlich jemanden finden, Herr Hörig, der die Gaststätte nach der Aufhebung des Mietvertrages der jetzigen Pächter weiter betreibt, dann haben wir einen Ratskeller, ansonsten haben wir keinen. Muss ich an der Stelle auch klar sagen, ja, das waren eigentlich die realen Fragen, mehr reale Fragen gab es nicht. Soll ich was vergessen haben, also was eine reale Frage war, dürfen Sie es wiederholen? Ach, Herr Hörig, fragen Sie bitte mal Ihren Fraktionsvorsitzenden, was er, oder hören Sie einfach zu, wenn Ihr Fraktionsvorsitzender sagt, dass Fragen zum Bahnhof nicht gestellt werden, weil ich sie im nicht öffentlichen Teil im Bericht habe. Hat Ihr Fraktionsvorsitzender verkündet. Hören Sie einfach zu, schmeißen Sie nicht Glas runter, sondern sind Sie aufmerksam. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Aufhebung der Richtlinie zur Förderung von Vorhaben im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Stadtmitte der Stadt Zeitz. Abstimmungsergebnisse im Bauausschuss 3 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltungen, im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 11 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Bitte, gibt es Diskussionsanträge? Herr Hörig, bitte. Meine Damen und Herren, auch hier ein Hinweis. Wir haben ja in dieser Unterlage das Wort Gaumenausbau. Das heißt zusätzlicher Wohnraum. Das ist, wie schon in der vorhergehenden Beitrag gesagt habe, zum Teil nicht das kontraproduktiv. Ich befürworte Gaumenausbau, wie beispielsweise für Hotels, Gaststätten, Geschäfte, wenn die Existenz des jeweiligen Grundstücks damit in Verbindung gebracht wird. Dass man sagt, sie brauchen noch mehr Hotelbetten. Das bitte ich zu beachten, zum Protokoll zu nehmen. Dankeschön. Gibt es weitere Redeanträge? Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Der Stadtrat beschließt die Aufhebung der städtischen Richtlinie zur Förderung von Vorhaben im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Stadtmitte Zeitz. Wer die Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um das Ja-Zeichen. Dankeschön. 32 Ja, somit einstimmig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, Umsetzung der Maßnahme der Städtebauförderprogramme, Stadtsanierung, städtebaulicher Denkmalschutz und aktive Stadt- und Ortsteilzentren. Im Kostenrahmen der bewilligten Fördermittel bis einschließlich Programmjahr 2014 in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018. Zum Abstimmungsergebnis im Bauausschuss
6 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 11 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Gibt es Redeanträge? Herr Knietschig, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe gestern im Ältestenrat schon angesprochen, dass wir uns mit einer Protokollnotiz vielleicht über den Stadtrat verständigen können. Vorab aber noch zwei Bemerkungen. Die eine ist schon eine fast persönliche. Ich muss leider akzeptieren, dass die Notbedachung, die barocke Notbedachung auf der Michaeliskirche bei der jetzigen Baumaßnahme nicht durch entweder romanische oder gotische Türme ersetzt werden können. Das hätte das Stadtbild und der Kirche aus meiner Sicht sehr gut getan. Das ist das eine. Die zweite Bemerkung, wir würden darum bitten, dass die Ausführungsplanung, die mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurde, sogar zweimal durch Herrn Sarefka und ja auch auf der offiziellen Seite der Stadt ist, dass diese Planung über den Brühl nochmal im Haupt- und Wirtschaftsausschuss beraten wird. Ich möchte zwei Bemerkungen dazu machen. Ich würde einfach anregen, wir würden anregen wollen, dass sowohl am Beginn oder Ende, je nachdem wie man es sieht, kein Betonpflaster in die Straße eingelassen wird, sondern Natursteinpflaster. Es ist der älteste Teil der Stadt Zeitz und dort einen modernen Betonpflaster in die Straße einzulassen, würden wir für nicht so glücklich halten. Das ist die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung, ich selber konnte mich eher daran gewöhnen, dass links und rechts zwar jetzt auch in einem etwas desolaten Zustand diese Granitsteine als Fußweg liegen, diese Granitplatten. Ich konnte aus der Zeichnung nicht entnehmen. Insofern ist das ja jetzt auch keine Kritik oder so, sondern einfach nur eine Frage. Ich konnte selber aus der Zeichnung nicht entnehmen, ob der zukünftige Bürgerstand in dem Bereich auch aus diesen Granitplatten hergestellt wird. Also diese beiden Dinge würde ich gerne nochmal beraten wollen, dass man da nochmal gemeinsam drüber schaut. Und ich würde bitten, dass das im Hauptausschuss nochmal auf die Tagesordnung kommt. Jetzt zu meinem eigentlichen. Es gab ja gestern einen breiten Konsens zur Zustimmung dieser Vorlage. Es wäre aber aus zumindest Sicht unserer Fraktion wünschenswert, wenn wir den Vorhang bei der zukünftigen Bewilligung von Fördermitteln auch schon in den Gesprächen, in den Verhandlungen, die ja das ganze Jahr über in der Verwaltung laufen, immer bei der Sanierung von vorhandenen Gebäuden sehen würden, bei der Sanierung der Altbausubstanz und zu zweit natürlich dann auch die Möglichkeit, die dann jetzt geltende Richtlinie des Landes sehr wohl eröffnet, dann auch Neubau zu fördern. Aber aus unserer Sicht wäre es schön, wenn wir dieses auch nicht zu einem Beschluss erheben, aber dass einfach die Verwaltung dieses als Schwerpunkt ihrer Aufgabe mitnimmt und das zumindest im Protokoll des Stadtrates so festgehalten wird. Da vertrauen wir darauf, dass diese Schwerpunktsetzung durch die Verwaltung auch so versucht wird, umzusetzen. Das ist unsere Ausführung. Danke. Wer der Vorlage Zustimmung erteilt, bitte ich um die Ja-Stimme. 32 Ja-Stimmen sind mit einstimmig. Ich danke Ihnen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Wir kommen zum Bericht des Oberbürgermeisters. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Stadtratssitzung. Ich begrüße auch Herrn Falz und Herrn Fuchs als die Sprecher vom Seniorenbeirat und vom Jugendbeirat unserer Stadt. Ich freue mich, dass Sie auch den Weg heute hier wieder, wie wir so häufig gefunden haben. Wir haben, denke ich, heute einen sehr wichtigen Punkt. Das ist die Ernennung der Funktionsträger im Bereich der Feuerwehr unserer Stadt, was, glaube ich, sehr wichtig ist und ist für mich eigentlich mit der wichtigste Punkt der heutigen Tagesordnung. Ich darf Ihnen
schon an dieser Stelle auch schon mal betonen, ich werde es nachher noch einmal tun, dass wir hinter dem Engagement und der Arbeit aller ehrenamtlichen Kameraden stehen, genauso wie das bei den hauptamtlichen Kräften der Fall ist. Wir wissen, dass wir unsere Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes ohne die freiwilligen Kräfte unserer Feuerwehren nicht erfüllen könnten. Es ist eine dankenswerte Aufgabe, dass die Kameraden Tag und Nacht für ihre Mitbürger einsatzbereit sind. Und deshalb ist das für mich auch der wichtigste Punkt in der heutigen Tagesordnung. Zu einigen Informationen. Sachgebiet Bildung, Jugend und Sport: aufgrund der veränderten Verordnungslage seit Dezember 2014 zur Mindestschülerzahl für Grundschulen hat der Burgenlandkreis als Planungsträger der Schulentwicklungsplanung für die allgemeinen bildenden Schulen für den Zeitraum 2014-15 bis 2018-19 mit Prognose bis 2029-30 überarbeitet und der Verwaltung im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bis zum 16.03. die Möglichkeit einer Stellungnahme gegeben. Entsprechend unserer Absprache in der Haushaltsdebatte habe die Stadt mit Schreiben vom 6.02.2015 an den Landrat geschrieben, um Unterstützung zum Erhalt der Beratungsstelle der Drogenberatung in Zeitz und der zeitnahen Fortsetzung der Arbeit zu ermöglichen, beziehungsweise den Landrat darum gebeten. Mit Schreiben vom 17.02. bekundet der Landrat die Notwendigkeit des Erhalts der Drogenberatung in Zeitz. Das Sozialamt des Burgenlandkreises wurde beauftragt, mit potenziellen Trägern Gespräche zu führen. Es gibt also statt Zeitz mehrere Antragsteller, die diese Aufgabe für unsere Region erfüllen möchten. Im Bereich Bauwesen, Barrierefreiheit Schloss Moritzburg, die Abnahme des Aufzugs ist erfolgt. Die zusätzlichen Brandschutztüren werden zurzeit eingebaut. Nach deren Montage müssen sie noch an die Einbruchmeldeanlage angeschlossen werden und die Endreinigung durchgeführt. Im Wesentlichen ist die Abnahme auch für den Brandschutz erfolgt. Wir werden am 23.03., und dafür haben Sie alle eine Einladung bekommen, den Fahrstuhl feierlich in Betrieb nehmen. Die Umgestaltung des Schlossinnenhofes, zweiter Teilabschnitt für die barrierearme Erschließung, erfolgt dann ab dem 7. April. Gemeinschaftsbaumaßnahme Kanal und Straßenbau Tröglitzer Straße. Es sind die Erdarbeiten, die Verlegung des Beleuchtungskabels, Ersetzen der Beleuchtungsmasten, Ersetzen der Borde und Gehwege, Einbau der Asphaltschichten bis zur Einmündung Goethestraße abgeschlossen. Weitere Dinge erfolgen gegenwärtig. Genaueres können Sie nachlesen in der elektronischen Fassung. So auch die Maßnahmen grundhafter Ausbau des Gehweges an der Waldstraße in Kaina. Die Aufgaben sind öffentlich ausgeschrieben und wurden am 20.02. submittiert. Die Beleuchtung wurde beschränkt ausgeschrieben und am 13.02. submittiert. Die Maßnahmen sollen in der Zeit vom 16.03. bis 23.05. realisiert werden. Hier werden wir mit der Stadtbeleuchtung einen begonnenen weiteren modernen Schritt gehen, in dem hier der Einsatz von LED-Leuchten vorgesehen ist. Aufgrund des Antrages der SPD-Fraktion in der letzten Stadtratssitzung hat der Haupt- und Wirtschaftsausschuss sich mit der Vorlage beschäftigt und im Ergebnis möchte ich hier auch von dieser Stelle aus alle Stadträte, aber vor allem die Bürgerschaft unserer Stadt aufrufen, an der Neukonzeptionierung des Goetheparks sich zu beteiligen, ihre Vorschläge zu unterbreiten, damit wir insgesamt ein großes, breites Bild bekommen, wohin möchten wir den Goethepark entwickeln. Sicherlich sind nicht alle Maßnahmen sofort finanzierbar, aber eine entsprechende Zielbestimmung ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir dieses tun. Wir haben hier auch mit der Tagespresse vereinbart, dass wir hier eine gemeinsame Aktion machen, diesen Aufruf. Wir werden dementsprechend auch Michael Boden eine entsprechende ausführliche Veröffentlichung, wo auch die bisherigen Gedanken schon mit erkennbar sind, einfließen lassen, um darauf auch mit den Reaktionen unserer Bürgerschaft reagieren zu können. Ufer Johannesteich: mit den Bauarbeiten zur Sanierung des Ufers des Johannesteiches wurde nach der Winterpause wieder begonnen. Der Einbau der neuen Abdichtung erfolgt seit dem 9. März.
Die Arbeiten einschließlich der Ufergestaltung und Uferbepflanzung werden bis zur Saisoneröffnung im April 2015 abgeschlossen. Sachgebiet Bauordnung, Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Gefahren. Die Anzahl der maroden Gebäude, bei denen die Grundstückseigentümer ihren Pflichten nicht nachkommen, ist leider steigend. Eigentumsverzicht, Insolvenz, laufende Zwangsversteigerungsverfahren, die Verlagerung des Wohn- und Firmensitzes in das Ausland als auch der Erwerb von Grundstücken bei Auktionsversteigerungen ohne vorherige Besichtigung des Gebäudezustandes führen verstärkt dazu, dass der Leerstand und der allmähliche Gebäudeverfall vorgegeben sind. In den letzten Monaten führten auch Brände verstärkt zu diesem Ergebnis. Zur Abwendung von Gefahren musste die Bauaufsichtsbehörde gesamte Gebäude zurückbauen und Teilabbrüche vornehmen bzw. vorbereiten. So waren in den letzten Monaten Ersatzvornahmen in Kaina in der Naundorfer Straße erforderlich. Ein kompletter Gebäudeabriss erfolgte im rückwärtigen Bereich der Stephansstraße. Im Ortsteil Lutsch musste ein seit über 25 Jahren leerstehendes Haus zurückgebaut werden. In der Kalkstraße erfolgten Sicherungsarbeiten an einem Dach. Weitere Ersatzvornahmen mussten im Bereich der August-Bebel-Straße, der Mittelstraße und der Liebknecht-Straße vorgenommen werden. Die Kosten der Ersatzvornahmen aus den letzten drei Monaten belasten den städtischen Haushalt gegenwärtig in Höhe von ca. 50.000 Euro. Weiter steigend, wenn ich an die Häuser, die auf diesem Weg leider sind, an der Schützenstraße sehe, da werden sicherlich auch noch ganz andere Geldbeträge benötigt. Aber zur Sicherung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit leider unabweisbar. Für die Gebäude der Schützenstraße, die durch Brände beschädigt wurden, werden zurzeit die Abbruchmaßnahmen deshalb vorbereitet, ebenso in Brühl und in der Weißenfelser Straße. Für den rückwärtigen Bereich der Kalkstraße sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr angeschoben worden. Neben den Ersatzvornahmen erfolgen die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und die Erhebung von Zwangsgeldern. Im Jahr 1991 wurde auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses mit der Stadtsanierung in Zeitz begonnen. Ziel waren und sind die Behebung von städtebaulichen Missständen und die Aufwertung der Innenstadt durch die Sanierung von Denkmälern und stadtbildprägenden Gebäuden sowie die Gestaltung des öffentlichen Raumes wie Straßen und Plätze. Zur finanziellen Unterstützung der Städte und Gemeinden legt der Bund gemeinsam mit den Ländern Städtebauförderprogramme auf. Am 9. Mai diesen Jahres findet zum ersten Mal der ab sofort jährlich wiederkehrende bundesweite Tag der Städtebauförderung statt. Der Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschen Städtetag sowie Deutschen Städte- und Gemeindebund. Es soll die Öffentlichkeit über die Ziele, Inhalte und Ergebnisse der Städtebauförderung informieren. Wir laden an diesem Tag alle recht herzlich ein, interessierte Bürger ebenso wie Gäste unserer Stadt, wie auch natürlich Sie, meine Damen und Herren Stadträte, zwischen 14 und 17 Uhr auf die Freifläche der Wohnungsbaugesellschaft zwischen Neumarkt und Ritterstraße ein. Vertreter der Stadt sowie auch weitere Bauherren und Akteure, die sich aktiv am Sanierungsprozess beteiligt haben, werden als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Es besteht auch die Möglichkeit zur Besichtigung einiger Sanierungsobjekte. Die Liste wird sicherlich rechtzeitig dann bekannt gegeben. In der Stadtsanierung im Neumarkt 1, ein Objekt, was wir alle gerne auch beobachten, wo wir ein wunderschönes Fachwerk gefunden haben, aber wo doch im Dachbereich einige Balken doch einen misslichen Zustand haben, um es freundlich zu sagen, also ihre Standfestigkeit an einigen Stellen doch nicht mehr wirklich gegeben ist, wird gearbeitet. Gegenwärtig läuft die Instandsetzung und Modernisierung des denkmalgeschützten, stadtbildprägenden Wohngeschäftshauses. Im Rahmen einer Versteigerung ist es der WBG gelungen, die benachbarten Grundstücke Neumarkt 2 und 3 zu erwerben, mit dem Ziel, die marode Flächen mäßig in das Grundstück von Neumarkt 1 hineinragende Bebauung mit in das Konzept einzubeziehen. An der Stelle der Hinweis, wenn man da vorbeigeht, von vorne vom Neumarkt her sieht das alles wunderbar aus, sind die Häuser in einem tollen, scheinbar tollen Zustand. Geht man rein oder dahinter, sieht man, was dort tatsächlich der Zustand ist, sodass hier entsprechende Maßnahmen erfolgen. Die Realisierung soll im Rahmen der Maßnahme des Programms Aktive Stadt- und Ortsteilzentren erfolgen. Das Entwurfskonzept sieht auch Rückbau funktionsloser Hinter- und Nebengebäude, die Gestaltung eines begrünten Innenhofes vor. Das ist natürlich ein mittelfristiges Ziel. Ich meine damit also den Innenbereich des Quartieres,
zwischen Luthergasse, Rossmarkt, Neumarkt und Kramerstraße. Der äußere Randbebauung soll stadtbildprägend erhalten bleiben. Aber wer in der letzten Zeit mal in dem Innenraum des Gevierts gewesen ist, weiß, dass da eine ganze Menge Schrott vorhanden ist. Und hier wollen wir uns diesem Thema widmen und eventuell auch dort angenehme Plätze innerhalb des Raumes stufenweise schaffen. Das sollen natürlich nach unseren eigenen Beispielwirkungen auch die Eigentümer von privaten Grundstücken dann unseren Beispielen, vor allem mit der WBG, auch folgen. Das ist unser Wunsch. Wir wollen ja als Beispiel vorangehen. Sie merken also, dass auch mit weiteren Vorhaben, was Sie nachlesen können, der Neumarkt im Moment stark im Fokus auch unserer Betrachtungen steht, um unsere Innenstadt weiter attraktiv zu gestalten und Häuser, die nicht mehr zu retten sind, dann auch nach einer Verwertung in ihrer Fläche, einer guten Gestaltung der Innenstadt, die Grundstücke zuzuführen. Ein wichtiges Kulturdenkmal unserer Stadt, der Schwarze Bär, konnten Sie beobachten, hat der Eigentümer, um den wir uns, damit er es wurde, überhaupt auch mit bemüht haben als Stadt, die Ordnungsmaßnahmen soweit durchgeführt. Er hat auch weitere Objekte in der Stadt, um die er sich kümmert und sehr zielgerichtet kümmert, sodass jetzt erst einmal für uns wichtig war, dass dieser baufällige Zustand beseitigt ist über die Ordnungsmaßnahmen, und wir möchten im ersten Halbjahr den Durchgang vom Altmarkt zur Kalkstraße wieder öffnen. Da haben wir noch an zwei anderen Grundstücken an dem Durchgang noch ein bisschen was zu tun, aber nur damit Sie auch wissen, dass hier auch unsere Optionen sind. Damit würde dann auch der Hofeingang der Melzerei wieder erschlossen, was gerade auch für Festivitäten und dergleichen wichtig ist, auch diesen Eingang mit einzubinden. Michaeliskirche als Hauptkirche der Stadt, Zeit soll im Rahmen der Lutherdekade von außen und innen general überholt werden. Viele Maßnahmen konnten Sie bereits sehen, und Sie haben mit dem Maßnahmenplan auch in der letzten Bearbeitungsstufe entsprechend die Beteiligung der Stadt bzw. die Durchreichung von Fördermitteln ja mit beschlossen. Sachgebiet Sicherheit und Ordnung, der zum Jahreswechsel zerstörte Parkscheinautomat auf dem Altmarkt wurde repariert. Die Reparatur verursachte Kosten in Höhe von 2.640,61 €. Ein Täter konnte bisher leider nicht ermittelt werden. Der im Bauausschuss gegebene Hinweis, diesen Parkscheinautomaten und auch weitere bei bestimmten Veranstaltungen vor Beschädigungen zu schützen, wird in der Praxis erprobt. Der diesjährige Frühjahrsputz wiederum findet am 25. April in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt. Ich lade alle Bürger und Stadträte ein, diese Aktion mit Tatkraft zu unterstützen. Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz. Januar und Februar 2015 wurde die Feuerwehr der Stadt Zeitz zu 70 Einsätzen alarmiert. Am 7. Februar wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Weinbergstraße gerufen. Der Alarm ging 4.56 Uhr ein. Eine Person konnte in letzter Sekunde vom Dach des Gebäudes gerettet werden. 15 Personen wurden vorsorglich evakuiert. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Am 27. Februar wurden die Einsatzkräfte der Zeitzwehr in die Schädestraße in Zeitz gerufen. 21.29 Uhr ging der Alarm ein. Nach 5 Minuten waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. 2 Personen konnten sich selbst retten, 4 weitere musste die Feuerwehr ins Freie bringen. Das Dachgeschoss brannte in voller Ausdehnung. Ca. 35 Einsatzkräfte waren im Dienst, im Einsatz. Dieser dauerte 5 Stunden. Das Hubrettungsfahrzeug der Zeitzer Wehr wird am 16.03. aus der Werkstatt geholt und wieder in den Dienst gestellt. Die Ausschreibung für weitere Helme wurde vorbereitet. Die Lieferung von 30 Helmen wird im Mai erwartet. Ende Mai startet die Grundausbildung im ehrenamtlichen Bereich, durchgeführt durch die Kameraden der Ortswehren. Die Leitung der Feuerwehr reichte Anfang März einen zentralen Fördermittelantrag für die Jugendfeuerwehr Zeitz beim Burgenlandkreis ein. Bei einer Gesamtsumme von 3.604,18 € für Bekleidung der Jugendlichen erhofft sich der Sachgebietsleiter
und natürlich die Stadt eine 75-prozentige Förderung, welche wir auch im vergangenen Jahr bekamen. Die Einsatzkräfte testeten bei Objektbegehungen die Digitalfunkgeräte. Dabei fiel auf, dass in Objekten wie Moritzburg, Seniorenhäusern, Industrieanlagen und Kapitol die Funkverbindungen an einigen Stellen unterbrochen wurde. Um diese Situation zu verbessern, werden technische Mittel benötigt. Ein Konzept wird von der Feuerwehr in diesem Jahr erstellt. Zur Redundanz nutzen die Kräfte den Analogfunk, um die Rettung weiterhin zu gewährleisten. Nach Rücksprache mit der Firma Ziegler wurde mitgeteilt, dass die erste Teilrechnung für das neue Tanklöschfahrzeug im Mai eingeht. Die Höhe beträgt 94.605 Euro. Wir hoffen, dass wir bis Weihnachten dieses Löschfahrzeug bekommen. Gesichert ist der Liefertermin allerdings nicht. Wir kommen zum letzten Teil im öffentlichen Teil, die Stadtentwicklung. Das im Jahr 2014 ins Leben gerufene Projekt Blühzeits wird 2015 weitergeführt. Darüber hinaus wird 2015 das Projekt Schaufensteraktion entwickelt, das auch für Leerstandsobjekte angedacht ist. Weitere Aktivitäten sind mit dem Stadtmarketingverein abgestimmt. Wir gehen also auch bei der Blühzeit davon aus, dass dort, wo auch die Pflanzkübel vor den Objekten stehen, dass auch die Geschäftsleute, wie schon einige es getan haben, mit Primeln und was nicht so alles für Frühblüher da sind, dass auch weitere Geschäftsleute jetzt sich dort wie vergangenes Jahr vereinbart beteiligen, dass wir also eine blühende Innenstadt in diesem Bereich bekommen. Das Referat Wirtschaftliche Entwicklung bietet in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Halle neben den Gründungsberatungstagen nun auch Marketing-Sprechtage für Gründer und Unternehmer an. Darüber hinaus gibt es neue Angebote der Handwerkskammer für Unternehmen im Bereich der Kreativwirtschaft, die in Koordination mit dem Referat Wirtschaftliche Entwicklung vermittelt werden. In diesem Zusammenhang wird die Vernetzung verschiedener Handwerks- und Künstlerbetriebe untereinander, aber auch mit Hochschulen und Universitäten angestrebt, um durch daraus entstehende Aktivitäten und Projekte Beiträge zur Stadtentwicklung und Stadtgestaltung zu initiieren. Soweit der kurze Bericht, wie ich ihn mündlich gebe. Weitere Teile sind im Internet nachlesbar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für den Bericht des Oberbürgermeisters und rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Anfragen zum Bericht. Sehr verehrte Damen und Herren, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, ich habe doch ein paar Anfragen an Oberbürgermeister Göteborg. Sie sagten, nicht alle Maßnahmen sind sofort realisierbar, dem stimme ich zu. Aber realisierbar ist, sofort an die 70 gefallenen französischen Soldaten zu denken, die vom Botschafter der Republik Frankreich, dieser Gedenkstein mit eingeweiht wurde, dort diese Tafel zu erneuern. Der Kochbuchverein ist das zweite Mal in der Reihe angetreten, um die Tafel zu ergänzen. Wir sind nicht, der Kochbuchverein, nicht Besitzer des Grund und Bodens. Der Stein ist mit dem Erdreich verbunden, nach Gesetz und Recht gehört das Gelände und der Stein der Stadt Zeitz. Zweite Sache, Zustände der kaputten Grundstücke. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die Frage zu stellen. Frage, Herr Oberbürgermeister, wie sehen Sie das? Ordnung und Sauberkeit ist eine Grundvoraussetzung für Tourismus, dass man Menschen nach Zeit holt, die sich dann die Spittelecken angucken und so weiter. Ich habe da mehrfach schon darauf hingewiesen. Es muss aktiver gearbeitet werden mit denen, die die Häuser besitzen oder auch nicht besitzen, die nicht auffindbar sind. Auf jeden Fall können wir nicht hinnehmen, dass man sagt, wir finden die nicht, die gibt es nicht, die Häuser sind da, verspitteln, zu guter Letzt werden sie angezündet. Ich habe keine Frage. Anfragen an den. Ansonsten erteile ich Ihnen ein Ordnungsruf. Ja, das haben Sie letztens schon mal gemacht beim Denkmal, das war falsch. So, Herr Oberbürgermeister, ich frage ans. Sehen Sie einen Weg, um dass die Stadt Zeitz in der Punkto Sauberkeit und Ordnung, auch bei diesen Grundstücken, die angeblich herrenlos sind, dass sich dort was ändert? Ich könnte es Ihnen ja sagen, aber ich darf es ja nicht. Ich stelle das nur als Frage. Sehen Sie einen Weg im Interesse der Bürger von weit her und im Interesse der Zeitzer? Ritterstraße, Neumarkt, Freifläche. Dazu eine Frage. Wir hatten mal vorgeschlagen, dort ein kleines Brücklein oder Steg über den Wasserberg zu machen.
Und wir haben bis heute in dieser Frage auch noch nicht keinen Erfolg gehabt. Könnten Sie sich dieses Themas annehmen, einen kleinen Weg als Rundgang, touristischer Rundgang von der Stadtmauer zur Turmstraße? Ritterstraße, Neumarkt, Freifläche. Das war nicht Gegenstand des Berichtes. Bitte zum Bericht die Anfrage. Letzte Frage. Wissen Sie, dass wir in diesem Jahr 510 Jahre Ratskeller Zeitz begehen? Ebenfalls nicht zum Bericht. Da höre ich das letzte Mal, Ja, ja, ist schon, gut, Herr. Die Anfrage beendet. Ich danke Ihnen. Danke. Herr Späte, bitte. Nee, eine Frage hatte gehabt, die war zulässig. Welchen Weg ich sehe für die Ordnung und Sauberkeit, das sage ich Ihnen als erstes, Herr Hörig. Ich sehe als erstes den Weg, dass die Bürger in der Stadt sich aktiv daran beteiligen und nicht ihren Dreck wegwerfen. Und wenn ihnen was aus der Hand fällt, es auch wieder aufheben und an die Stellen verbringen, wo es hingehört. Das ist der allererste Weg. Und den sehe ich. Und das ist eine Erziehungsangelegenheit. Da müssen wir alle gemeinsam wirken. Ich denke, Herr Hörig, Sie sprechen auch Leute an, die da was fallen lassen. So, bitte, Frau Späte. Unter der Bezeichnung Montanregion Sachsen-Anhalt-Süd geführt, weil noch mehr dazukommt. Meine Frage ist, können wir noch mal erfahren, was im Moment aus der Stadt Zeitz an Projekten angemeldet ist? Das würde mir reichen, wenn ich das zugearbeitet bekomme. Das ist mir klar, dass Sie das jetzt nicht im Kopf haben. Ist es überhaupt möglich, Frage, oder irgendwas? Zunächst die Information. Es gibt zahlreiche Projektvorschläge, Bedarfsanmeldungen, die erfasst worden sind, aber nicht in die lokale Entwicklungsstrategie, die jetzt noch im Bearbeitungsstatus ist, aufgenommen worden sind. Dazu gehören Vereinzelprojekte, die der Verein Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa e.V. Initiiert hat. Ich kann die jetzt einzeln nicht betiteln, das könnte ich gerne nachreichen. Es gab das Projekt Umbau Kino Kaina, welches erfasst worden ist, aber ebenso nicht in die Entwicklungsstrategie aufgenommen wurde, weil die Finanzierung nicht sichergestellt ist, was Nutzungskonzept angeht. Das sind jetzt die Dinge, die die Stadt Zeitz angeht, die ich selbst mit begleitet habe und mit erfasst habe. Weitere Projektanträge sind jederzeit möglich. Ich hatte ja seinerzeit schon die Ortsbürgermeister insbesondere informiert und auch die Fachbereiche, dass nach wie vor auch jetzt weitere Projektideen und Anträge gestellt werden können. Einziger Nachteil, das Liedermanagement läuft Ende März aus. Das ist noch ein Überhang aus der alten Förderperiode. Wir haben aber nach wie vor die lokale Aktionsgruppe, die dafür Ansprechpartner ist. Und das wird über das Referat wirtschaftliche Entwicklung gebündelt. Wenn Ihnen das so reicht, ansonsten, wie gesagt, einzelne Aussagen zu den Projekten würde ich dann schriftlich nachreichen. So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 68 der Stadt Zeitz Erweiterung Tierheim. Gibt es hier Redeanträge? Großer Sauerbier, bitte. Kein wirklicher Antrag, bitte nur uns sagen, wie der Hauptwirtschaftsausschuss abgestimmt hat, dass wir so ein bisschen eine Ahnung haben. Ja, danke schön, das werde ich tun. Der Bauausschuss hat beschlossen, 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Haupt- und Wirtschaftsausschuss, 11 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Bitte. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer die Zustimmung erteilt, bitte ich um das Ja-Stimmen. Punkt 12, rufe auf Tagesordnungspunkt 13. Ergänzung des Maßnahmenplanes zur Durchführung der Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur. Abstimmungsergebnis im Haupt- und Wirtschaftsausschuss, 11 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Bitte zur Diskussion. Gibt es Wortmeldungen? Eine.
Sind keine. Wir kommen zur Beschlussfassung. Der Stadtrat beschließt die Ergänzung des Maßnahmenplanes zur Durchführung der Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur vom 26.09.2013 um die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen. Wer die Zustimmung erteilt, bitte ich um die Ja-Stimme. Herr Schwarz, Sie haben die falsche Karte. Nein, nein. Oder zum falschen Zeitpunkt. Damit haben wir 31 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Danke, Herr Schwarz. Eine Enthaltung. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 13, rufe auf Tagesordnungspunkt 14, Änderung der Ordnung über die Erhebung von Eintrittsgeldern für die Benutzung von Einrichtungen der Stadt Zeitz. Abstimmungsergebnis im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Gibt es Redeanträge? Herr? Frau Späte, bitte. Ja, ich will auch ein paar Fragen stellen, weil mir die Vorlage etwas doch komisch vorkommt. Weil am 8.12.2011 hat der Stadtrat in der Sondersitzung beschlossen, verschiedene Eintrittspreise für das Museum Schloss Moritzburg und den Schlosspark Moritzburg. Und unter anderem beschließt der Stadtrat die Einführung einer Zeitskarte und einer Zeitstouristkarte. Das ist nämlich genau das, was wir heute nochmal abstimmen sollen, nach meiner Auffassung. Nämlich dort wird eine Zeitstouristkarte eingeführt für einen Preis von 12 Euro. Da sind andere Museen auch mit enthalten unserer Stadt. Aber ich frage mich halt, warum wir diese Dinge der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben haben und wir heute nur ein kleines Teilergebnis bekommen. Demzufolge würde ich also gerne hier nachfragen, was aus diesem Stadtratsbeschluss vom 8.12.2011 geworden ist, wie die Dinge weiter bearbeitet wurden, dass man da zu dem Ziel kommt, den das Stadtrat deutlich formuliert hat. Es ist eine sehr umfangreiche Begründung angeführt, die können Sie auch alle mit der Textrecherche ganz schnell aufrufen, wie man zu den verschiedenen Kosten kommt. Weiterhin, auch dann Fragen von mir, ist es ja jetzt so, dass Kinder im Schlosspark den kostenfrei besuchen können, im Museum allerdings dort ein Eintritt von 3 Euro verlangt wird. Das weiß ich nicht, wie das dann zusammengeführt wird, auch dass man dann die einzelnen Produkte, Schlosspark und Schlossmuseum miteinander ein bisschen trennen können. Und wie gesagt, ich dachte eigentlich mit der Zeitstouristkarte, haben wir extra einen schönen Namen gefunden, oder mit der Zeitskarte, dass diese Dinge bearbeitet werden und dann auch umgesetzt werden, wenn auch eventuell in der abgespeckten Variante, dass wir zunächst diese Karten nur für unsere städtischen Einrichtungen anbieten können, weil es eventuell mit den Trägern der anderen Museen in unserer Stadt da noch, sag ich mal, Abstimmungsprobleme gibt. Aber ich würde gerne erstmal wissen, was aus dem Stadtratsbeschluss aus dem Jahre 2011 geworden ist. Vielen Dank. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Also wir arbeiten an der Umsetzung der dort gegebenen Zielstellungen. Sie wissen, dass Zeitskart und Zeitstouristkart auf bestimmten Erfahrungen basieren, es zu tun. Nur für unsere Einrichtungen macht es überhaupt keinen Sinn, weil unsere Einrichtungen sind nämlich im Wesentlichen, wo es Eintrittspreise gibt, der Schlosspark und das Museum. Das haben wir heute in der Kombination. Die anderen Einrichtungen, die wir an der Touristkarte, die sich ja an Touristen wendet, für einen bestimmten Zeitraum alles abzulösen, und die Zeitskarte, die sich an die Einwohner richtet, für eine Zielsetzung für einen längeren Zeitraum dann praktisch eine Dauerkarte für viel zu haben, zielt ja darauf ab, dass mehrere andere Träger mit eingebunden werden. Und es macht keinen Sinn, dass ich hier zwei Einrichtungen, die wir selber sind, nur mache. Das haben wir mit dem hier auch alles erledigt. Wir sind in Gesprächen mit weiteren Trägern, dazu gehören die Vereinigten Domstifter, dazu gehört Unterirdisches Zeitz, da gehören weitere Träger von musealen Einrichtungen, Hermann Schacht, der erst in diesem Jahr dann in die volle Blüte kommen wird. Wir haben das Ziel also nicht vergessen, wir sind in Gesprächen, wollen aber dann, wenn wir es auf den Markt bringen, uns nicht blamieren, dass wir sagen, wir haben nur 2 oder 3, das sind die eigenen, sondern dann muss es schon wirksam sein.
Und dazu müssen wir die Vereinbarung mit den anderen Trägern entsprechend haben, weil sonst macht das wirklich keinen Sinn. Dann sagt der Tourist, ich sehe ja jetzt gar nicht mehr durch, wo das ist. Um das zu sagen, wir arbeiten dran. Das war jetzt möglich in unserer Zuständigkeit. An dem anderen wird gearbeitet. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Gibt es Redeanträge? Weiterhin kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Der Stadtrat beschließt die Änderung der Ordnung über die Erhebung von Eintrittsgeldern für die Benutzung von Einrichtungen der Stadt Zeitz gemäß Anlage. Wer die Zustimmung erteilt, bitte ich um das Ja-Zeichen. Ja-Stimmen. Gibt es Nein-Stimmen? Gibt es Enthaltungen? 3 Enthaltungen. Dankeschön. Ich korrigiere, 29 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, ich habe es in meinem Bericht schon entsprechend angesprochen. Und ich nehme doch noch mal ganz kurz das Wort. Diese Vorlage, die Sie bitte bestätigen, hat ihre Grundlage darin, dass die zu berufenden Mitglieder der Feuerwehr in den Versammlungen der Ortswehren gewählt worden sind, das Vertrauen ihrer Kameraden bekommen haben. Und es deshalb die Angelegenheit des Stadtrates ist, dieses Vertrauen der Ortswehren mitzutragen, weil daraus für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die zum Zeitpunkt der Wahl alle Voraussetzungen für die Ernennung in das Ehrenbeamtenverhältnis erfüllen, die Ernennung in das Ehrenbeamtenverhältnis erfolgt. Wir haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Funktionen, die gewählt worden sind, die im Moment noch nicht über alle erforderlichen Qualifikationen verfügen, aber über so viele Qualifikationen, dass man sagen kann, sie sind innerhalb des Zeitraumes, den der Gesetzgeber vorsieht, in der Lage, diese Qualifikationen zu erwerben. Deren Ernennung in das Ehrenbeamtenverhältnis erfolgt dann, nachdem die Dinge erfüllt sind. Heute werden allen natürlich ihre Urkunden für die Ämter in den Bereichen übergeben. Ich wollte es bloß noch mal zum Verständnis sagen, dass hier die 2 Teile gibt. Ich möchte Sie bitten, der Vorlage zuzustimmen, und ich denke, dass wir damit auch einen Dank an die Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Zeitz mit seinen Ortswehren in besonderer Weise zum Ausdruck bringen, ihnen danken für ihre Einsatzbereitschaft, Tag und Nacht für ihre Mitbürger da zu sein und viel, viel Privates hinten anzustellen. Ich bitte nun Herrn Vorsitzenden um die Abstimmung zur Vorlage. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer der Ernennung von Stadtwehrleitern, Ortswehrleitern und deren Stellvertretern Zustimmung erteilt, bitte ich die Ja-Stimme. Ich bin gerade jetzt nicht hier, aber es ist ja gut. Dankeschön, einstimmig. Meine Damen und Herren Stadträte, jetzt rufe ich Herrn Otto als zuständigen Fachbereichsleiter an das Rednerpult, damit er dementsprechend die Personen aufrufen kann. Zum Verfahren möchte ich sagen, ich werde, wenn die Personen da sind, den entsprechenden Beamteneid vorsprechen, abschnittsweise. Die zu ernennenden Personen werden Ihnen in diesen gleichen Abschnitten nachsprechen. Es ist jedem freigestellt, diese Beamtenheit zu ergänzen mit den Worten, so wahr mir Gott helfe. Danach erfolgt die Übergabe der Ernennungsurkunden. Das ist die erste Phase. Zuerst, nein, das macht das Herr Otto. Yeah.
Meine sehr geehrten Stadträtinnen und Stadträte, werte verantwortliche Führungskräfte aus unseren Ortswehren und aus der Stadt natürlich, aus der Stadtwehr, werte Gäste. Wir haben heute ein sehr wichtiges Ereignis, der Oberbürgermeister hat es bereits gesagt, denn das Rückgrat unserer Wehr bilden alle Ortswehren und deren Führungskräfte. Und wir haben heute hier sowohl unsere neue Stadtwehrleitung mit dem Stadtwehrleiter Herrn Herrmann, den ich nach vorn bitte. Ich bitte ebenso nach vorn den gewählten Stellvertreter Herr Kai Kollenbach, als auch Vertreter von 8 Ortswehren, bei denen nämlich die Wahlen stattgefunden haben im Dezember letzten Jahres und im Januar und Februar diesen Jahres. Ich bitte ebenso nach vorn nun die Vertreter der Ortswehren, und zwar in der Reihenfolge Herr Frank Henske als stellvertretenden Leiter der Ortswehr Aue-Eilsdorf, Herrn Michael Schaller als Leiter der Ortswehr Geusnitz, Herrn Helmut Schmidt als Leiter der Ortswehr Luckenau, Herrn Olaf Tierfelder als Leiter der Ortswehr Nonnewitz, Herrn Michael Mühlnickel als stellvertretenden Leiter der Ortswehr Theißen. So, 3 Personen würde ich noch aufrufen. Sie können ruhig ein Stück weiter noch nach links rücken. Herrn Peter Rossmann als Leiter der Ortswehr Würchwitz. Herrn Thomas Beukert als Leiter der Ortswehr Zangenberg. Und Herrn Rüdiger Blukowski als Leiter der Ortswehr Zeitz. Herr Kai Kollenbach ist neben der Wahl als stellvertretender Stadtwehrleiter auch als Leiter der Ortswehr Theißen gewählt worden, bekommt also heute auch 2 Urkunden natürlich. So, jetzt würde ich darum bitten, dass Herr Dr. Kunzer den Eid vorspricht und Sie entsprechend dann, entsprechend der Absätze, den Eid nachsprechen. Meine Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste, es fällt mir in besonderer Weise schwer, jetzt die Verabschiedung von Chris Hanolitschke vorzunehmen. Chris Hanolitschke hat in den letzten Jahren von der Anfangsausbildung bis in den letzten Zeitraum vom kleinen Feuerwehrmann und begonnen hat er in der Freiwilligen Feuerwehr dann eine Entwicklung bis zur Führungskraft gemacht. Und er hat einen wichtigen Beitrag geleistet in den letzten 2 Jahren, unser großes Thema Generationswechsel bei der Feuerwehr nicht nur konstruktiv zu begleiten, sondern auch aktiv mitzugestalten. Chris Hanolitschke ist Stratege, Haudegen, aber auch Kleinarbeiter. Er hat sich um die Ausschreibung eines Helmes genauso gekümmert wie um das große Löschfahrzeug. Es gab keinen Einsatz, der der Freiwilligen Feuerwehr nachts gefahren wurde, wenn er im Stadtgebiet war, wo er nicht mit ausgerückt ist. Eine Einsatzbereitschaft von außerordentlicher Größe, die auch für die Stadt ganz, ganz wichtig war. Wir bedauern sehr, dass Christian Hanolitschke aus persönlichen Gründen die Aufgabe des Sachgebietsleiters Brand- und Katastrophenschutz an uns zurückgegeben hat. Wir haben in den letzten Tagen Bewerbungsgespräche geführt. Und ich habe trotz der Bewerbungsgespräche, selbst wenn wir ihm zusagen, zu ihm gesagt, Christian, ich bin bereit, bis 31. März, 24 Uhr, wenn du es willst, deine Kündigung dir zurückzugeben. Ich denke, damit deutlich gemacht zu haben, dass uns sehr wichtig ist, und Christian ist, obwohl abgängig, würde man einfach sagen können, ganz aktiv, immer jeden Tag da, auch wenn er frei hat, um aktiv mitzuwirken, die Zukunft der Feuerwehr mitzugestalten. Christian, dafür möchten wir dir vorstellen,
dem gesamten Stadtrat ein besonderes Dankeschön sagen. Wir sind dankbar, dass du bereit bist, in der Wehr Aue-Alsdorf als freiwillige Kraft dein ganzes Wissen und deine Einsatzbereitschaft weiterhin zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jetzt schon herzlich danken. Wenn es keine weiteren Anfragen gibt, dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und schließe den öffentlichen Teil. Bedanke mich bei der Öffentlichkeit.